Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder in meinem Ökosystem. Mein Name ist Xuan He, ich bin eine leidenschaftliche Balkongärtnerin. Heute gibt es ein Intro ohne Gesicht, denn heute fehlt mir ein bisschen die Zeit. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gerne meine Learnings mit euch teilen. Es geht heute um das Thema Blütenendfäule bei Tomaten in den Griff kriegen und Hitze auf unserem Balkon. Wie heiß wird es wirklich im Hochsommer? Außerdem gibt es im zweiten Teil noch Erntespiel und Spaß. Im letzten Video habe ich angekündigt, dass ich ja diese Blütenendfäule bei den länglichen Datteltomaten in den Griff bekommen habe. Und jetzt werde ich euch verraten, warum. Ende April habe ich 2 Tomatenjungpflanzen gekauft. Eine davon ist so eine längliche Datteltomate und die andere ist so eine normale Cherrytomate. Bei der Datteltomate hat sich leider so eine Blütenendfäule entwickelt in so einem Stadium, wo die Pflanze anfing, viele Früchte auszubilden und ich musste wirklich viele schön aussehende Tomaten wegwerfen, weil sie einfach nicht reif wurden und schwarz wurden unten. Ja, ich habe im Internet gelesen und dort hieß es, der Pflanze fehlt es an Dünger und da habe ich mir diesen Plantura-Dünger besorgt. Außerdem habe ich in einem anderen Video von Cleverhof durch einen sehr beeindruckenden Versuch gesehen, dass es auch daran liegen könnte, dass der Tomatenpflanze Wasser fehlt. Schaut euch das Video an, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Jedenfalls habe ich die Tomatenpflanze immer fleißig jede Woche einmal mit so einem Tomaten-Biodünger begossen und mehr gegossen insgesamt durch den heißen Sommer. Also manchmal auch 2-mal am Tag, wenn es zu trocken wurde. Also eher oft in der Periode, wo es nicht geregnet hat. Und einen Monat später wurden dann auch schon die ersten Tomaten reif, ohne dass irgendwas weggefault ist. Ein paar wenige gibt es noch, aber die sind irgendwie auch in diesem Fäulnisprozess gestoppt. Nichtsdestotrotz sieht diese halbgefaulte Tomate dennoch ein bisschen suspekt für mich aus. Also die anderen werde ich auf jeden Fall essen. Die jetzt nicht so, aber ja. Und ich war sehr froh darüber, dass diese Blütenendfäule so langsam verschwindet. Und 3 Wochen später, im August, konnte ich auch schon die ersten länglichen Datteltomaten ernten. Bei der kleinen Cherrytomate gab es bisher kein Problem. Ich habe euch ja erzählt, dass sie Mitte Mai umgeknickt ist und sie mehrere Wochen lang vernachlässigt habe, aber sie hat sich zurückgekämpft und hat jetzt auch schon die ersten Früchte ausgebildet. Manchmal bin ich ganz schön erstaunt, wie widerstandsfähig Pflanzen doch sein können. Und jetzt kommen wir zu den Temperaturmessungen. Ich habe hier so ein Infrarotmessgerät und damit messe ich jetzt mal die Temperatur. Also wir sehen, bei den Pflanzen, die im Hinterhof stehen, sind es in der Sonne 32 bis 34 Grad. Grünes Pflanzenmaterial ist dabei deutlich kühler. Ich muss auch sagen, dass die beiden Töpfe so halb im Schatten stehen. Ja, das ist der Rosmarin in der Sonne und da ist es auch so bei 32 Grad. Im nächsten Jahr werde ich auf jeden Fall versuchen, mal mit so Lebendmulch zu arbeiten. Hier im Hinterhof mulche ich manchmal schon mit trockenem Gras oder Rasenschnitt, aber weil ich weiß, dass es so ein bisschen kühler ist, aber diesen Sommer hätte ich schon ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, dass oben auf unserem Balkon zu platzieren, weil der Stroh einfach sautrocken ist. Aber auch hier sehen wir, dass es bei den Strohoberflächen auch schon über 40 Grad warm werden kann. So, jetzt kommen wir zu unserem Balkon und Halleluja, 54 Grad. Ja, so 54 Grad. Hier 37, 35 Grad, selbst bei dem Grünzeug. Bodentemperatur ist 50 Grad. Weil der Stroh eben so trocken ist, mulche ich gerne auf dem Balkon mit dem Blähton, denn er soll angeblich feuerfest sein. Aber auch hier stellen wir fest, grünes Pflanzenmaterial hat deutlich weniger Temperaturen. Hier an manchen Stellen sehen wir Temperaturen auf dem Blähton von bis zu 68, 70 Grad, 55 Grad bei der Bewässerungsanlage. Ich
muss hier sagen, wir haben jetzt eine kleine Bewässerungsanlage angebracht, nachdem die krassen Hitzetage schon vorbei waren und aber trotzdem ist es noch verdammt heiß im Sommer. Und ich konnte halt schon sehen, dass sich die schwarzen Schläuche schon krass erhitzt haben. Wohlgemerkt, die krassen Hitzetage waren vorbei. Also hier muss ich nochmal genauer nachschauen, wie viel diese Gartenschläuche aushalten. Also fürs nächste Jahr. Und jetzt kommen wir auch schon zur Rubrik Ernte, Spiel und Spaß. Ja, die Erdbeerpflanzen haben wieder ein zweites Mal Erdbeeren getragen. Zwar nicht mehr so viel wie im Mai, ich habe das Gefühl, so April, Mai, Juni ist immer die Haupterdbeersaison auf unserem Balkon. Und ja, aber dafür können wir jetzt Tomaten ernten. Ich kann diese Tomaten einfach wie eine kleine Gurke aufschneiden. Ist das nicht cool? Ja, dann haben wir auch schon die ersten Wintersalate ausgesät für den Winter. Und ja, denn wir bereiten uns jetzt auch schon auf die Wintersalate vor. Nachdem ich alles ausgesät habe, mache ich immer noch so ein Foto, welche Reihen, damit ich später weiß, welche Reihen was sind. Und ja, genau, das sind meine Sorten, die ich für den Winter jetzt aussähe. Und ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie das sich noch entwickelt. Außerdem habe ich die Shiso-Pflanze geklont. Und zwar habe ich 3 Stängel abgeschnitten und in Wasser gelegt und 2 Wochen später beginnen die ersten Wurzeln zu schlagen. Diese möchte ich jetzt in diesen Topf reingeben und bei mir ist es wie immer Drainageschicht, dann Erde, dann oben drüber etwas Mulch. Eine Woche später ist die Shiso-Pflanze immer noch am Leben. Hier könnt ihr bestens sehen, dass der Romana-Salat nicht so richtig wächst, weil er zu schattig steht und da wächst er auf dem Balkon viel besser. Aber der Kopfsalat macht sich richtig gut. Ich habe euch ja im letzten Video gezeigt, wie ich den Kopfsalat eingepflanzt habe. Für den habe ich mir auf dem Balkon auch so einen halbschattigen Standort ausgesucht. Also nicht zu sonnig und aber auch nicht zu schattig. Und 3 Wochen später ist das Ergebnis davon. Ich habe den ein bisschen weiter hinten an die Wand geschoben. Wie gesagt, da wo es so halb im Schatten ist. Leider haben sich hier viele Trauermücken gebildet. Wahrscheinlich, weil es doch ein bisschen zu feucht war. Aber ich hoffe, sie gehen jetzt noch weg, wenn ich weniger gieße. Ansonsten muss ich diese Nematoden wieder einsetzen. Und was auch richtig gut geklappt hat, Leute, ist dieser Basilikum Genovese. Das war der Basilikum im letzten Video, wo ich ihn eingepflanzt habe. Und 3 Wochen später sieht er so aus. Und wir konnten schon 2-3 Mal davon ernten. Und das Coole ist, dass seine Blätter richtig groß sind. Das heißt, wenn man irgendwie so einen Zweig oben abschneidet, das ist jetzt zeitlich etwas davor passiert, aber also neben der größeren Shiso-Mutterpflanze habe ich dann den ersten Shiso-Stängel eingepflanzt, der Wurzeln geschlagen hat. Der Kopfsalat macht sich richtig gut. Ich habe jetzt die Romana-Salate rausgemacht und stattdessen die Winterkeimlinge reingesetzt, Wintersalatkeimlinge. Mal gucken, ob das hier klappt oder ob das wieder doch zu schattig ist. Wenn das zu schattig ist, dann baue ich auf der Seite nur noch Kräuter an. Ja, der vietnamesische Koriander, der eskaliert weiterhin, der ist wirklich endlos vorhanden gefühlt und ich kann den wirklich jede Woche mehrere Male ernten. Auch hier habe ich einen kleinen Basilikumstrauß hingepflanzt und der macht sich auch richtig gut. Und auch hier kriegen die Erdbeeren eine zweite kleine Saison. Die Pfefferminze regeneriert sich unglaublich schnell. Im letzten Video habe ich gezeigt, wie ich die eine Seite komplett abgeschnitten habe
und da den Salat eingesetzt habe, aber ich bezweifle wirklich, dass der Salat gegen die Pfefferminze eine realistische Chance hat zu überleben. Was ich aber jetzt mehr ausnutzen werde. Ich dachte, dass es vielleicht schon zu spät ist, wenn die Pfefferminze blüht, aber wenn man diese kleinen, dünnen, hässlichen Stängeln mit den Blüten abschneidet, dann kommen wieder frische, große Blätter unten nach. Das ist unglaublich. Ich werde jetzt mir viel öfter Pfefferminztee machen, und zwar frischen. Und da kann ich ja theoretisch jeden zweiten Tag runtergehen und mir irgendwelche Pfefferminzblätter abschneiden, also in dieser Saison gerade. Und es ist mega einfach. Ich brauche die Pfefferminze nur kurz zu waschen. Und laut einem Kumpel von mir, der früher Barkeeper ist, soll ich ein paar Mal auf die Pfefferminzblätter klatschen. So entfaltet sich das Aroma noch viel stärker, meint er. Das Ganze stecke ich in ein teeiges Ding. Und ja, jetzt brauche ich einfach nur noch warmes Wasser aufzugießen und zu warten. Ich mache ganz gerne so einen kleinen Candice-Zuckerkristall rein und bereits nach 5 Minuten habe ich einen wunderschönen frischen Pfefferminztee. Das war's wieder heute mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, damit ihr meine weiteren Videos nicht verpasst. Tschüss!